Und es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Und yep, wait for it. Gossip Boy is back mit der Rubrik Promi Smash. Und Leute, ich sag's euch, was ist da denn schon wieder los? Wir feiern heute eine Art Premiere, denn das, was da gerade passiert in unserer geliebten Gossip Bubble, das ist auf jeden Fall sehenswert. Warum Premiere? Naja, normalerweise ist es so, da sind so ein paar Hanseln, die gehen in ein Format, dann ist das Format irgendwann beendet, die Ausstrahlung findet statt und danach setzen sich alle Kandidaten entweder in Interviews und machen bla 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 oder sie setzen sich vor die eigene Kamera und sagen bla 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 Statement Time. Das und das ist passiert, aber eigentlich kann ich nicht genau darüber sprechen, denn eigentlich ist das und das passiert und ich wollte nur sagen, dass das und das passiert ist. Und dann fragt man sich am Ende, okay. Und warum Premiere? Denn diesmal läuft es ein bisschen anders. Ja, es kommt eine neue Staffel Sommerhaus der Stars auf uns zu und es wird auf jeden Fall spannend. Und der Gossip, der brodelt schon im Hintergrund. Hier und da hat man schon gehört, wer anscheinend relativ früh rausgeflogen ist. Ob das so ist, man weiß es nicht. Es wird halt gemunkelt. Aber das Besondere ist jetzt, dass vor TV-Ausstrahlung, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, sitzen schon Leute vor der Kamera und sagen, bla 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 bla, Statement Time. Und da fragt man sich doch, was ist da denn los? Warum? Warum? So geschehen, wie gesagt, beim Sommerhaus der Stars mit Valentina, beziehungsweise nein, bei ihrem Verlobten, Jan heißt er, glaube ich. Oh, ich sag's wahrscheinlich schon wieder falsch. Wenn ihr mich korrigieren wollt, sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und ich habe das schon mal gesagt und mir ist es fast schon unangenehm, dass ich wahrscheinlich wieder falsch ausspreche. Aber ich nenne ihn ab jetzt Jan. Ist nicht böswillig. Ich weiß es halt nur nicht besser. Auf jeden Fall gibt es nicht nur einen Promi-Flash-Artikel. Nein, es gibt auch eine Instagram-Story. Da werden wir heute auf jeden Fall mal reinschauen. Und wie ihr wisst, bei einem guten Gossip Boy Video werde ich den Artikel unten verlinken. Da könnt ihr dann wirklich das Ganze nochmal 1:1 nachlesen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wer den Artikel geschrieben hat. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit mehr und steigen aber direkt rein mit dem Körper. So, 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 here we are. Geschrieben wurde das Ganze von Eva M. Fetter, Fetter, Shoutout an der Stelle, liebe Grüße. Und ja, sie beginnt den Artikel mit Sommerhaus Eskalation. Eskalation funktioniert übrigens immer. Jan Kaplan macht RTL klare Ansage. Baum! Was ist nur vorgefallen? Der Reality-TV-Star Valentina Doro Nina und ihr Verlobter Jan Kaplan gehören zum diesjährigen Cast der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars. Seitdem die Teilnehmer bekannt geworden sind, freuen sich Fans der Sendung tierisch. Tierisch auf den Ausstrahlungsbeginn. Wann soll der sein? Kurze Recherche. Uno Momento. Ich bin ja eine Art Carla Kolumna. Ich habe gerade 1-2 Telefonate führen müssen und puh. Hat jetzt nichts mit Sommerhaus zu tun gehabt. Nein. Nach Angaben von RTL soll die Reality-Show irgendwann im Spätsommer 2023 stattfinden. Aufgezeichnet wurde die Sendung übrigens im Mai 2023. Auch nochmal sehr, sehr interessant. Und ich glaube, man kann sogar googeln, wo dieses Sommerhaus der Stars ist. Also wenn ihr in diesem Sommer noch nichts vorhabt, mit dem Rabattcode Kabibi Horrorhaus bekommt ihr nichts. Einfach nichts. Offenbar muss es bei den Dreharbeiten ganz schön gekracht haben, denn jetzt möchte Jan beim verantwortlichen Sender unbedingt etwas loswerden. Er macht RTL eine klare Ansage. Ja, meine Lieben, da würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt in die Insta-Story rein und werden das mal analysieren, wie meine Kollegen, wie guckt er, wie bewegt er sich im Video. Nein, wir hören einfach mal rein. So, grüßt euch. Auch mal von mir jetzt eine Sprechstory, auch wenn man es nicht gewohnt ist. Aber es ist ein wichtiges Thema, worüber ich kurz sprechen möchte. Oh, 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 und da schlottern einem ja wirklich schon die Knie. Und der Einstieg ist interessant gewählt. Eine Sprechstory. Schwieriges Wort an der Stelle, weil ich mit euch sprechen möchte. Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und man fragt sich doch an der Stelle, warum jetzt? Nur für den Kick, für den Augenblick, tut mir leid. Den habe ich letztens schon gebracht. Aber warum jetzt? Liegt das zufällig daran, dass gerade die Ausstrahlung von Beauty and the Nerd ist und dass Valentina ja auch aktiv zugange bedeutet, in aller Munde wie Corona-Tests vor 2 Jahren? Ist das vielleicht der Grund für die vorgezogene Promo?
Ansonsten macht's ja gar nicht so viel Sinn. Und ich weiß, viele von euch beginnen gerade zu tippen. Kannst du auch auf Beauty and the Nerd reagieren? Darf ich leider nicht. Kann ich leider nicht. Deswegen, not possible. Not possible. Und ja, ich weiß, ich glaube, einer macht das, aber der hat dann irgendwelche Rechte. Nämlich das Sommerhaus der Stars. Da war ich ja mit Valentina, wie ja jeder mitbekommen hat. Und da sind einige Sachen vorgefallen, die ich nicht so stehen lassen möchte. Und worüber ich jetzt schon mal reden möchte. Immer noch interessanter Zeitpunkt. Es sind Dinge vorgefallen, von denen wir alle nichts wissen. Und er möchte das nicht so stehen lassen. Also er möchte nicht etwas stehen lassen, wovon noch keiner irgendwas weiß. Okay, ich liebe diesen Promo-Stunt. Worüber ich jetzt schon mal ein Statement abgeben werde, wo ich natürlich keine Details verliere, weil ich möchte hier nicht gegen irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln verstoßen oder sonst was. Aber ich möchte hiermit Druck ausüben, dass nachher die Wahrheit erzählt wird. Weil was da passiert ist im Sommerhaus der Stars, ist eine absolute Frechheit und das habe ich in meinen 27 Lebensjahren noch nie erlebt. Boom! Und ich liebe jetzt schon alles daran. Wir können uns also mal wieder auf verschiedene Dinge freuen. Vielleicht eine Auseinandersetzung in Form von Jersey Shore. Haare gezogen, angespuckt, gekratzt, was auch immer. Oder es ist einfach auf der verbalen Ebene geblieben. Und ja, es geht wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber es geht wahrscheinlich auch um Valentina. Vielleicht geht es hier auch um Mobbing, dies und das. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auch schon immer ein Spaß, Valentina in einer Sendung dabei zu haben. Da weißt du, da kannst du gut drauf reagieren. Da hast du ein paar Highlights in deinen Videos. Und ja, ich versuche immer sehr, sehr neutral an die Sachen ranzugehen. Also wenn das startet, werde ich das auch neutral bewerten. Aber sobald halt jemand sich kacke verhält oder kacke labert, nehme ich die Person halt auch einfach hops. Das ist halt das Game. Und das lieben sie doch selbst auch. Ich meine, bei Germany Shore war es ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, Valentina, ich mag Valentina nicht. Ich habe erst gesagt, Bro, wie verhält die sich? Wo war die Supernanny, wenn man sie mal braucht? RTL, holt die nochmal raus. Wie hieß die? Sarah Saalfrank? Nee, Katja Saalfrank? Irgendwie so. Holt die nochmal raus. Oder macht das nochmal mit dem Kloster und den schwer erziehbaren Jugendlichen. Macht das bitte nochmal. Wenn sich jemand so verhält und das ist dann halt die Meinung von einem, dann kann man das natürlich auch sagen. Aber an sich sehr neutral, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das da abgehen wird. Falls ihr Germany Show noch nicht gesehen habt, checkt das gerne mal aus, das lohnt sich. Yassin ist auch da. Yassin, der F-Boy des Jahres, ist auch am Start. Ich kann leider nicht so viel erzählen, weil ich ja einen Vertrag unterschrieben habe mit Verschwiegenheitsklausel. Und dieses Statement schreit schon wieder ein Classic zu werden, wie sie es auch letztens bei Prominent getrennt gemacht haben. Es war so krass, es war so krass. Aber ich kann euch echt nichts dazu sagen. Es war echt so krass, aber wenn das ausgestrahlt werden würde, diese Person würde verschwinden von der Bildfläche für immer. Es war so krass, aber sagen kann ich es halt wirklich nicht. Ja, so ähnlich ist dieses Statement bisher auch. Es ist also was Krasses vorgefallen und ja, es ist krass. Aber ich darf dazu nichts sagen. Aber ich möchte hiermit ein bisschen oder sehr großen Druck ausüben, dass nachher diese Szenen nicht falsch geschnitten werden. Was heißt falsch geschnitten werden? Es kann nicht falsch geschnitten werden, sondern dass Dinge nicht ausgelassen werden. Oha, oha. Also, an diesem Tisch wird nicht gelogen und das sieht Can anscheinend ähnlich oder er möchte das verhindern, dass irgendwas falsch dargestellt wird. Denn scheinbar hat eine knifflige Situation stattgefunden und da muss man die ganze Bandbreite abdecken. Vielleicht gab es im Vorfeld schon so eine Art Mobbing und dann sind alle ausgerastet. Deswegen sagt er, hey, wir müssen das vorher zeigen, was da gesagt wurde und warum Leute so agiert haben. Vielleicht auch Valentina, weiß man nicht bisher. Dass Dinge nicht verharmlost werden, sondern ich appelliere auch an RTL, an die Produktion, an Sommerhaus der Stars, dass ihr die Sachen so zeigt, wie sie vorgefallen sind. Und was hier schon mal sehr, sehr deutlich wird, was auch immer passiert ist, anscheinend ein sehr, sehr schmaler Grat und der versucht jetzt Valentina im Vorfeld schon zu verteidigen, weil er anscheinend Angst hat, wenn man es vielleicht ein bisschen anders schneidet, ist Valentina die Böse. Aber ich als Freund beziehe hier Stellung und kann sagen, ihr müsst es schon alles zeigen, weil dann ist es vielleicht eher so, dass Valentina besser wegkommt. Valentina steht auf jeden Fall im Mittelpunkt des Geschehens, wie die Tasse bei einem Kaffeeklatsch. Bin gespannt. Dass ihr nichts verharmlost, dass ihr ein Statement dazu macht, was passiert ist. Und sollte das nicht der Fall sein, werde ich mir es zur Lebensaufgabe machen, das alles, was da passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, dass jeder erfährt, was da passiert ist. Und ich liebe es, mit wie viel Nachdruck er das sagt.
Und Brudi, du hast doch einen normalen Job. Nein, mach es dir bitte nicht zur Lebensaufgabe. Mach einfach deinen normalen Job weiter. Ich glaube, der hat doch irgendwie so ein Beauty-Unternehmen gegründet. Irgendwie sowas. Also, chill mal dein Leben. Egal, was passiert ist, mach bitte deinen normalen Job weiter. Und hör mal auf damit. Und ja, ich bin mir sicher, in der RTL-Zentrale, nach diesem Statement, so ein Panikknopf wurde gedrückt, wie bei The Purge. Überall sind die Türen so runtergegangen. Die mieten jetzt schon seit gestern Nacht. Wie können wir es schneiden? Was wollen wir jetzt machen? Wir werden hier unter Druck gesetzt. Da hat jemand dreimal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, bitte zeigt es, wie es war. Und normalerweise, bei allen Sachen, die passiert sind im Trash-TV, hat tatsächlich eine Person immer gesagt, ja, es wurde halt so geschnitten. Aber Fakt war auch immer, naja, das, was gezeigt wurde, ist halt einfach so passiert. Jetzt geht es hier wahrscheinlich um eine Vorgeschichte. Und ich bin gespannt, mit welcher Person hat sich Valentina mal wieder angefreundet. Ich glaube, letztens hat sie doch irgendwann mal was gepostet und dann war über, wie heißt sie, Ricarda. Und da wurde Ricarda irgendwie so abgedeckt. Also das Gesicht von Ricarda, der Freundin von Maurice. Falls ihr gerade nicht wisst, um wen es geht, das waren die beiden, die bei Are You The One waren und Maurice war der mit dem grünen Kampfanzug. Jetzt klingelt's. Ist auch geil, wenn man Leute so beschreiben kann. Und wenn man dann weiß, wer es ist, dann guckt man zu viel Trash. Ich bin selbst schuldig. Oder eben Alex und Vanessa, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Die haben eine Vorgeschichte. Ich habe doch schon mal ein Video dazu gemacht, da war ich sogar auf Valentinas Seite. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Da hatte sie gegen Christina gefeuert, weil Christina vorher sie komplett beleidigt hatte und das war noch vor der Ausstrahlung des Sommerhauses eben mit Alex und Christina. Ja, sowas kommt auch vor. Meine Gewalt ist es jetzt, schon mal etwas zu sagen dazu. Natürlich keine Details, darf ich nicht. Brody, das hast du jetzt 800 Mal gesagt. Ja, wir haben es verstanden. Aber ich appelliere auch an euch, macht euch nachher euer Bild, hört auf meine Worte, die ich jetzt gesagt habe. Und wenn ihr es nachher seht, reflektiert, ob es verharmlost wurde. Und wenn es verharmlost wurde, bitte stellt euch dagegen, sagt was dazu, weil sowas darf nicht toleriert werden. Sowas darf nicht toleriert werden. Ja, das Einzige, was ich dazu sagen kann, macht Bock. Ich glaube, es wird richtig, richtig wahnsinnig. Und wahrscheinlich muss man jetzt sagen, ich habe das vorhin so salopp gesagt, wahrscheinlich ist es Jersey Shore. Wahrscheinlich wurde sich an den Haaren gezogen. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass Alex irgendwas gemacht hat und das wird jetzt verharmlost, wenn das ein Mann gegenüber einer Frau macht. Aber pure Spekulation. Wir wissen gar nicht, um wen es geht. Aber da in dieser einen Insta-Story von Valentina eben Ricarda abgedeckt wurde, kann ich mir auch vorstellen, dass das hier einfach ein Zickenkrieg war. Aber wir wissen es nicht. Es macht auf jeden Fall Spaß und ich bin mir auch sicher, wenn die Ausstrahlung in 2 Monaten stattfindet, werden wir uns alle wieder zurückbesinnen, uns reflektieren und sagen, wisst ihr noch damals, was der Can gesagt hat? Das geht übrigens noch weiter, aber ich möchte jetzt auch Eva nicht vernachlässigen. Eva hat schließlich diesen Artikel geschrieben und wir checken das wieder ab. In seiner Instagram-Story richtet der Influencer deutliche Worte an RTL. Ich möchte hiermit Druck ausüben. Dass nachher die Wahrheit erzählt wird, weil was da passiert ist im Sommerhaus der Stars ist eine absolute Frechheit. Er wolle außerdem forcieren, dass der verantwortliche Sender ein Statement abgeben würde, sobald der Zeitpunkt der Ausstrahlung erreicht sei. Seine Worte lassen darauf schließen, dass es wohl zu einem ernsteren Zwischenfall gekommen sein muss. Wieso denn? Typische Valentina-Situation. Ich glaube, so eine Situation haben wir in jedem Format mit Valentina. Was war denn da nochmal bei Germany Shore? Ja, es ging auf jeden Fall auch um Mobbing. Das war doch auch mit, wie hieß die, Hattie oder so. Und dann hatte irgendwie Valentina so eine Highschool-Clique gebildet und alle haben irgendwie gemobbt. Irgendwann sind dann so Becher geflogen. Allerdings keine Fäuste. Nein, ich erinnere mich wieder. Leute, forget it. Es war nicht Valentina, aber wisst ihr noch, diese Belly, checkt unbedingt Germany Shore. Das war komplett irre. Diese Belly, auch eine Teilnehmerin von Germany Shore, ist auf Hattie losgegangen und dann haben die sich geprügelt. Und ich glaube, sowas Ähnliches werden wir beim Sommerhaus erleben. Und das wäre für Sommerhaus irgendwie auch krass. Und ja, so ist es halt. Man probiert sich halt von Staffel zu Staffel zu steigern. Und wir Zuschauer haben ja irgendwie Bock drauf. Und vielleicht benennen die das auch in 10 Jahren um und dann heißt es 10 versus the Wild oder Survival of the Fittest Promi und dann bekommen die noch am Anfang, dürfen die sich so 5 Gegenstände, unter anderem auch Waffen aussuchen und müssen sich dann verteidigen in diesem Sommerhaus. Ja,
Geil! 50% an mich, wenn ihr das macht. Erst vor wenigen Tagen hatte auch seine Verlobte Valentina auf Instagram angekündigt, dass sich Fans auf eine fulminante Staffel einstellen müssen. So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen, aber man ist halt im Trash-TV. Was will man erwarten? Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und das war's. Hier nochmal Valentina. Genießen wir nochmal ganz kurz das Lächeln. Fühlt man sich da nicht gleich abgeholt? Einfach nur herrlich und ich liebe das Zitat, wenn Valentina sagt, naja, die Leute sind alle Trash und man ist halt im Trash-TV, das hat noch was. Das hat einfach noch was. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kommen wir zurück zu Can. Ich weiß nicht, ob er noch weiterredet und sagt, ich darf halt nicht so viel sagen, aber vielleicht kommt noch irgendwas. Und abschließend nochmal ein paar Worte auch zum Thema Sommerhaus und zum Thema Valentina. Weil man kennt Valentina ja aus den Shows. Man kennt Valentina von ihrer direkten Art. Auch, dass sie mal vielleicht über die Stränge schlägt. Aber ich war diesmal hautnah dabei. Und ich kann euch hiermit bestätigen. Ja, ist so. Nein, was will er damit sagen? Also er bereitet sozusagen in 8-Mile-Manier schon vor. Das und das, ja, kennt man über Valentina. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Aber das ist sie halt, direkte Art. Ich war dort drin mit ihr. Und ich habe es miterlebt. Und was ich euch wirklich sagen kann, ist, dass es erstens... Alles stimmt, was man so sagt. Sagt er nicht, sondern er geht auf einen anderen Punkt ein. Wirklich eine Ausnahmesituation ist. So, das ist krank einfach. Das ist krank, in so einer Show zu sein. Das kann ich euch sagen. Das ist, also, wenn ich das 15 Mal, keine Ahnung, wie oft das Valentina schon gemacht hat, machen würde, mich könnte man einliefern. Das ist der erste Punkt. Sagt er damit nicht eigentlich durch die Blume, dass alle Leute wie seine Verlobte Valentina, die das schon so häufig gemacht hat, eigentlich einzuliefern wäre? So habe ich das gerade rausgehört. Und vielleicht ist das schon eine Erklärung für das, was da so passiert ist. Aber er bezieht das natürlich auf alle. Alle, die im Trash-TV anwesend sind. Ja, kann sein. Der zweite Punkt ist, die Leute dort drin... Also ich würde niemals nochmal so eine Show machen, wo es um irgendwie so ein Preisgeld geht, wo man gegeneinander spielen muss. Ah, und jetzt kommt doch noch ein neuer Aspekt hinzu. Niemals mehr in einer Show mitmachen, wo es um Preisgeld geht. Okay, das bedeutet, die Leute werden sich mal wieder alle einfach in den Rücken fallen und bekämpfen und jedes Spiel ist hier wie ein Schlachtfeld anscheinend. Ja. Das ist doch perfekt, das macht doch Lust auf mehr. Und lasst uns jetzt gerne mal unten diskutieren, was glaubt ihr, ist geschehen? Punkt 1. Mit wem glaubt ihr, ist Valentina so hart angeeckt? Auch wenn viele schreiben werden, mit allen. Aber es wird ja eine besondere Person geben. Glaubt ihr eher, es geht in Richtung Vanessa und Alex? Oder Maurice und Ricarda? Oder vielleicht jemand ganz anderes, den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, in irgendeinem Statement hat sie Claudia als die Queen bezeichnet, denn da gibt es ja auch das Gerücht, Achtung, Spoiler Alert, dass Claudia als erstes rausgeflogen ist, dicht gefolgt von Valentina. Das ist anscheinend der Gossip, ob das stimmt oder nicht, Lord knows, aber es gibt auf jeden Fall Hinweise, die das andeuten. So, meine Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich wünsche euch jetzt einfach nur einen grandiosen Tag. Wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder und ich sage... Papau. Ich bin halt Yassin, ich bin halt Yassin. Er will doch nur raus, ich sag komm schon, lass ihn. Ich bin halt Yassin, ich bin halt Yassin. Er will doch nur spielen, also komm schon, lass ihn. Ich bin halt Yassin, ich bin halt Yassin. Einer geht noch rein, also